Heute raiden wir unsere Nachbarn, die uns in den letzten Folgen mehrfach angegriffen haben. Sie leben in einem Red Hole und darüber haben sie einen Skeleton Tower gebaut. Auf den haben wir eine Carbo geworfen und festgestellt, dass die Turrets alle falsch eingestellt sind. Eine Whist, ja. Oh nein, Schmu. Du hast die zwar am Abgrund sehr nah, du musst die nächste Mal weiter links hier hin whisteln. Ja, ein Glück. Sie rennen beide, Sibi. Komm auf her. Was rennen sie drauf jetzt? Ja, guck. Auf die Genbox? Nee, so weit komme ich noch nicht. Was die da machen? Probier doch mal hinten auf den Kasten, ey, wenn das gehen würde. Bitte hört nicht auf zu hitten, bitte zerweist da noch mehr. Den scheiß Tower weg, Artrud, Sibi. Ja, wenn du alles auf Flash Uni stellst, selber schuld, ey. Die Turrets der Gegner waren falsch eingestellt, sodass sie nur auf Spieler, aber nicht auf unsere Kreaturen schießen. Das war wieder Jen. Voll mittig drauf auf den Jen war das. Ja, es ist weiter. Der Jen, Sibi. Es ist der Jen. Letzter ein Hit, Hit noch, ein Hit noch. Alles down. Warte, auch unten hinten? Ja alles down. Das ist Provokation, ne? Das ist so Provocation. Da, oh, da unten rechts ist noch eine Genbox. Guck mal, meine Fräsen, die Fräsen. Alter, Simi. Das ist echt pervers, also wirklich. Ja, das ist aber auch pervers dumm von denen, ne? Ja, ganz Mittelgestell dran an den Mittelonken. Junge, gleich crackt der ganze Tower. Weißt du, wie viel Stoff das sein wird? Weg. Die Bags in der Luft sind aber ass, weil man kann sich nicht mehr dran grabbeln. Ja, wir haben noch Wilvans. Alter, das sind 1300 Shards pro Turret. Das sind 12 Ele pro Turret, Schmu. Ja. Weißt du, wie viel das ist? Weißt du, wie viel Loot wir hier gerade rausziehen? Alter. Die haben ja quasi drum gebettelt, ne? Ja, also kein einziges auf Crates, das ist halt wirklich krass. Unten da sind Turrets, ne, an der Wand. Willst du da mal direkt versuchen, Arthur reinzuschicken, oder? Du musst das whistlen. Junge, ist das viel Ammo, die ich geholt habe, die hier drin hab. Eine läuft. Ich weiß nicht, ob das die Genbox war. Vielleicht ja. Da hinten sind noch Turrets. Alter, Schmu, die wird nicht abgeballert. Die haben alle Turrets auf Players Only. Guck dir das an. Sie macht's, sie macht's. Ja, Simi, wir müssen irgendwie diese Lootbags. Ich hole einen Quetz, Simi, ne? Ist aus. Geil. Ist das Bots. Übel, Alter. Sind ist das, das. Weißt du, dass die uns im Chat beleidigen und so? Ich bin Slotcapped, Schmu, ich kann die Ammo nicht. Ja, pack, du hast noch nicht. Ich bunker das in die Artro hier kurz. In die Vivan. In die Artro. Ist ja irre. Ich sag, die sind irre im Kopf. Ich finde das so geil. Dass das klappt, ist so geisteskrank. Einfach der Skelly weg, ey. Ja. Ich schwöre dir, deren Loch ist auch auf Players Only. Wenn wir in deren Main Red Hole hier die Artros reinkriegen, das wäre GG, Alter. Man muss noch mal kurz, warte, der wie viel meistspielendste Tribe ist es? Das ist der Tribe mit den viertmeisten Stunden, Schmu. Weißt du, dass die uns mehrfach am Tag gefoppt haben und immer reingeschüttelt haben. Die waren erst heute wieder da, Foundations blown, um uns zu provozieren, damit wir die fobben. Ja, und haben noch geschrieben, you upset me und sowas. Und sie beleidigen uns aber trotzdem wie die Großen, als würden wir so die ganze Zeit, weißt du? Den Tower in wenigen Minuten zu droppen, hat echt gut getan. Jetzt wollten wir aber weitermachen, unser Momentum nutzen und deren Mainbase raiden. Ich sag, die sind umgezogen. Ich sag, die haben Schiss gehabt, weil wir denen gedroht haben. Und sind hier umgezogen, weil hier standen vorher Turrets auch vor hier, da links, ne? Nee, ich glaube, die haben den Skelly oben hingebaut und das da stehen noch Turrets, da sind noch Turrets. Ja, aber die Frage ist, stehen hier links welche? Oder kann ich jetzt einfach mal hinfliegen? Ich mach Fotomode an die Fans. Ich weiß, ihr hasst es, wenn ich den Fotomode anmache, aber ich muss, hol die Carbo. Weil ihr liebt es auch, wenn wir gewinnen. Und das ist fürs Gewinnen. Guckt euch das an, Alter, wie dicht die Turrets sind. Die schießen doch nicht mal, oder? Die sind doch ineinander. Was ist das? Gleich herausfinden, Simi. Hast du gecheckt, dass die Turrets an Thatch-Wänden hängen? Teilweise, ja. Bro, wie können die shit-talken? Also, was denken die sich? What think they think? Deren Turret-Placement ist fragwürdig. Trotzdem ist der Spot, in dem sie bauen, leider echt stark. Was jetzt erstmal nach einem Easy-Raid aussieht, bedarf trotzdem einiges an Taktiererei. Aber das seht ihr gleich. Ich glaube, ich krieg die nicht rein. Ich probier's aber, ne? Ich meine, du kannst danach nochmal cryen und... Super. Das war... Winkelgetten. Okay, Schmu. Fair enough. Die sind nicht auf Players Only. Das ging aber übel schnell. Ja, aber die hatte auch keinen Sattel. Ist halt wirklich die Frage, wo wir formen. Ich tendiere fast zur Seite. Oh, die haben da aber noch Turrets, Schmu. Die wir letztes Mal nicht weggemacht haben, weißt du? Swimmen mal ein bisschen ran. Ich pürche mich an meine Beute. Ja, naja, das Wichtige ist ja, dass wir die Turrets da jetzt wegkriegen, richtig? Ja. Ich hoffe, wir kriegen die. Also der Plan wäre dann also, von da reinzufallen. Du willst dich da runterstürzen, mutig? Mutig. Du hast das heute so schön... ich habe heute erst wieder ein Video von dir gesehen, da hast du so schön gesagt, du bist ja eher so die Schissbuchs. Nee. Und ich bin eher so, fuck it, rein da. Nee. Doch. Du bist eher die Schissbuchs. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, und warum stehst du dann da und machst nichts? Weil ich gelevelt habe. Du bist sehr
Gut gelandet. Gleich schießen nur noch ganz wenige auf dich. Oh, doch gerettet. Wie geil. Raus, ein Drecksall. Mach doch die Box aus. Ist doch. Nein, die schießen doch noch. Der Jenny drin ist aber schon im Arsch. Ah, okay. Scheiße, dann werden die vom Red Hole aus bepowert tatsächlich, ne? Ja. Da musst du die kurz leer lutschen. Kriegst du das hin? Ja. Ich leg C4 auf die Cliff, ja? Ich hoffe, unser Raid entfaltet heute auch seine volle Wirkung. Wo steht unser Jen jetzt? Oben? Oben über mir. Ja, ein Stück näher können wir, glaube ich, auch noch. Ja, wenn wir... Nee, das Problem ist, das nächste, was kommt, wird deren Base Foundry sein, die blocken, ne? Ja, wir lassen einfach den Jen dann hier, ne, und bauen dann irgendwie Turrets da über die Kante, aber... Auf Jucke, die Puck, Scheißdreck, mir egal, Basis, ja? So, sind die Turrets da alle aus? Ja, die sind alle weg schon. Ich guck mal kurz, wie die Lage ist. Die sind schon geradet. Echt? Nein, Spaß, Spaß, Schuh. Die stehen in voller Pracht und Macht. Mit ihren Scheiß-Turrets, Alter, guck dir das an. An das Set. Das Einzige, was mir halt Sorgen macht, ist, er liegt da aber auch. Ich glaube, das ist deren Mainbase. Die haben halt nur ein TP da, ne? Das ist immer das, was einen so ein bisschen sasst. Aber wenn der hier schon liegt, jetzt ja. haben die halt auch Teslas jetzt hier. Das ist scheiße. Ja gut, dann schnappe ich mir mal, hole ich mir mal nicht Deko. Testen wir, ob von außen irgendwas geht. Gut, dann kriegst du jetzt hier deinen heiß verliebten, wohlverdienten Track. Ich habe auch einen Mate-Boofer mit. Soll ich den Cryo-Sick hier hinwerfen? Dann mache ich den da ins Eggmack, ne? Hoffe, das reicht dann range-technisch. Jawohl. Jedes, was wir so kriegen, ist halt wirklich viel wert, ne? Ja. Ich mache jetzt das Zeppelin-Start gleich, Mo. Den Zepponaut. Bin nur noch überzeugt, dass das geisteskrank strong ist. Ich mach das, Mo, ne? Ich mach das. Mach mal, was machst du? Zeppelin. Ja, ja, mach das. Schmu, ich mach das jetzt. Ja, dann mach doch jetzt auch. Red nicht so viel, du Hannes. Doch, reden ist mein Job. Ja, aber das kannst du nicht so gut. Doch, das kann ich sehr gut. Talk nur Jutsu ist nicht umsonst das stärkste Jutsu in Naruto. Das ist meine ehrliche, offene Meinung. Der Trike ist aber mächtig, Simi. Der ist mächtig. Ja? Ja, der hat schon 1,5 Millionen oder knappe 1,5 Millionen XP. Mit jedem Schuss, den er nimmt, schluckt er weitere XP. Der lutscht die richtig. Junge, so, ich sag aber ehrlich, von dem Konstrukt bin ich überzeugt. Wenn Simi von dem Konstrukt überzeugt ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es nicht funktioniert. Nee. Sag ich, wie es ist. Hey, nee. Und ich habe unseren Bulldozer fertig. Ich meine, wenn wir das schaffen, hier uns eine geile Safe Zone da reinzubauen, dann ist das auch geil für Kabus zum Reinwerfen, wenn wir die Schräge reinkriegen, dass die mit dem Kopf voran zur Wall bimsen. Hier brauche ich vielleicht jetzt Mate Boost, Simi. So ein Moped hier, zack, zack. Und der dann wäre auch super. Habe ich auch mit, aber Cryo, erstmal muss ich dich jetzt... Ich kann. Ja, aber Soak erstmal, oder? Den Trike erstmal ein bisschen weglutschen. Dann mache ich jetzt den Dead on Duty Zirkulator, ne? Und du machst den Soakmeister. Ich habe auch einen Parasaurus hier rausgekickt. Und meiner saugt die XP auf, Simi. Meiner saugt sie auf. Ja, jeder Schuss ist ein XP, ne? Ja, alles Soakable ist leer. Wollen wir das Zeppelin andocken? Ja, ich würde halt einmal, bevor ich das Zeppelin andock. Alter, ist die... Alter, Schmiedis. Ich heil. Ja, ich weiß, Alter, nicht. Ich kam nicht mal dazu. Das war ein Primsattel, Simi. Echt? Ja. Ich versuch schön links, dass die schön seitlich steht. Ja, so wie meine. Ah, can't fit. Ich muss weiter nach rechts, doch. Es geht ja... Nee, Alter, da schießt überhaupt nicht alles. Die hat 70er Hits gekriegt. Ja. Siehst du die brachiale Wand, die ich frontal in der Fresse dran habe? Die wird jetzt geparkt. Du musst gucken, ne? Guck du mal mit Foto. Ah, so kommen wir gar nicht rein, ne? So geht's nicht. Du darfst nicht landen, das ist das Wichtige. Ich muss landen, weil der sinkt. Guck mal, guck mit Fotomod lieber. Ich komme halt nicht rein, ist, glaube ich, das Problem. Ja, dann ich guck's dir mal kurz an, damit ich weiß, wie ich so. Nee, ich komme leider nicht rein. Turn muss. Du musst einen Millimeter höher, glaub. Warte mal. Nicht wegfliegen jetzt bitte, sonst bin ich tot. Oh, die Turrets rechts, die ficken uns aber dann. Ich probiere einfach jetzt mal ein paar Angle und so, ne? Du müsstest halt noch zwei, drei Foundations nach unten bauen. Naja, das geht leider nicht. Ich wichse da eine richtig rein, Alter. Und richtig Schwung hinten ins Gebölk rein. Aber richtig. Das magst du, ne, Schmu? Wenn man es dir richtig hinten ins Gebölk reinwichst. Nee, wenn ich das jemand ins Gebölk reinwichse. Schmu, willst ins Gebölk rein. Weißt du, vielleicht kriegst du auf eine der hinteren Foundations oder Double Doors einen Winkel, weil ich sehe das hier. Ich habe hier einen Winkel mit dem Fotomode, wo ich legit die Foundation hinten und den Tesla sehe. Und rechts noch, genau da, wo du jetzt stehst. Siehst, müsste man Foundation und Tesla. Ja, Rifle weg. Zeppolo! Das Zeppolo-Schwu! Ey, sag es. Dann brauchen wir neue Rifles und Element. Ich habe Rifle und Ele hier. Also, das ist, finde ich, schon jetzt eigentlich der leichteste Way,
Hast du auch mal ja, die ganzen roten Fall. Pimmel gesehen da? Boah, da geht's ja doch mächtig hoch dann. Der Zeppolosimi, ich sag es, ich wusste es, Jo, ich wusste es, dass du nur ein Pessimist warst. Und mir sagst du immer, du bist so immer so ein Pessimist. Aber meinst du, du kriegst die gesamte Wall weg? Ja. Weil wenn dann nur noch rechts der Shit steht, das ist halt geisteskrank, ne? Zur Not, ich kann ja auch noch mal ein bisschen Winkel ändern und so mit dem Luft hier vorfährt. Ja. Da liegt er, ich freue mich schon so. Darf ich den töten, der da liegt? Ja. Hast du gesehen, dass die da auf jeden Fall auch eine Tech Forge haben? Echt jetzt? Ja, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum die das auf Thatch haben. Ich will nichts sagen, aber die rechte Seite ist gerade live gecrackt. Alles oder wie viele? Rechts drei Foundations sind jetzt ohne Turrets. Drei, zwei, eins. Alter, du hast links noch viel mehr abgerissen. Echt jetzt? Ja, da sind links von dem die mittleren unten auch alle weg. Guck, die Bags, die da vorliegen. Ja, ich sehe es. Wie ist das denn passiert? Wow, 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 das sind Hits, oder? Sie müsste jetzt eigentlich auf den 500er draufhalten. Nichts da ist gecrackt. Einer gecrackt. Natürlich. Ah, drei Turrets, doch, drei Turrets. Boah, ich bin so gespannt. Das müsste jetzt so viel. Alles weg. Nur noch links, zwei Double Doors. Jawohl, jawohl. Mein Schmuboy, wie ich ihn angestellt habe. Wie ich ihn engagiere. Tech Rifling kann ich tatsächlich auch ziemlich gut. Ja, ja. So Winkelgetten und so eine Scheiße. Ganz klar, einer der besten, die es gibt, ne? Halt dein Maul. Ah, Selbsthit. Ja, ab und zu kriege ich leider einen Selbsthit. Guck dich das an, durch Smash sieht man ein bisschen das Mobhead da. Die haben da einen richtigen Brütungstower, ne? Weißt du das? Ja. Ja, ja, weiß ich. Die Frage ist halt, haben wir genug Ede für den Scheiß, Schmuh? Oder müssen wir uns echt nochmal durch den Dragon Bossfight quälen? Ich sage Dragon und Black Pearls brauchen wir. Es ist alles, wir können zwei Alpha Dragons machen. Das ist alles gefarmt. Das sind 4,8k Ele. Damit reicht, kommen wir auf jeden Fall an. Ich will es cracken okay. Sehen. Cracken, cracken, cracken. Alles weg. Let it, let it, let it. Gib dir auch mal die Menge an Munitionsbeuteln. Hast du die schon mal gesehen? Ja. Dann ist jetzt die Frage, kriegst du einen Winkel auf rechts oder ist das zu geisteskrass? Ich weiß halt auch nicht, ab wann man hier fällt ins Loch, weißt du? Ab welchem Neigungsgrad man hier runterrutscht einfach. Guck mal kurz. Aber du könntest doch, man kriegt da Winkel. Das ist crazy, aber es geht. Machst du Damage? Na, du triffst einen Tech-Turret-Fuß. Der müsste auf dem Metal-Ding sein, oder? Jawohl. Da machst du auf jeden Fall ein Heavy und ein Tech mit weg. Und von denen hier hast du auch schon welche leer, ne? Von dieser Wand hast du eben im Zweig gezogen. Ja, 6 Stück sind davon leer. Ja. Nichts kaputt, schon nichts erwischt. Ich küsse deine Haubitze, wenn du... Also ich meine, wenn du die Foundations unten wegreifelst, dann kommst du ja auch allmählich dran, ne? Also das wird auf jeden Fall ein Bossfight und Black Pearls farmen. Ja, das ist ja nicht schlimm, kannst ja machen. Weißt du, was wir machen, Simi? Wir tauschen mal, ich muss nämlich pissen. Echt? Da muss ich aber den Winkel ändern und so, ne? Ja, okay, ist okay. Wirklich? Den krieg ich wieder hin, ja. Boah, Schmuh, okay, bist du jetzt bereit? Jetzt mach! Kann ich? Ja, ich bin weg. Ich bin immer... Du kannst da hinten crouchen, hinlegen, wie es dir besser passt. Slidet man hier links auf dem Stück? Nee. Oh mein Gott, doch. Ich bin runtergehüpft. Nicht. Natürlich, ich slide doch hier. Ja, aber geh mal weiter nach... Dann geh nicht so tief rein, sondern eher weiter nach links hoch. An der schrägen, kann ich nicht. An der linken schrägen rückwärts geht hoch. Geht nicht. Wieso konnte ich denn da lang laufen? Ja, ich fall hier runter. Ich mache auch die ganze Zeit hops, hops. Es geht nicht. Hä? Digga, ich gucke jetzt bin tot. Das leidet man nämlich wohl. Hab mich. Wichtig. Ja, Leute, ich hab's leider nicht aufgenommen, weil ich dumm bin. Aber ich habe dem Moon alle Tech-Rifles gegeben, dass er wieder rifeln kann und er ist auch reingeflutscht und ist jetzt nicht grappelbar. Jetzt haben wir ein bisschen, ich sag mal, unseren ganzen Loot da drin. Wir können keine weiteren Tech-Rifles machen. Das ist jetzt extrem schlecht gelaufen, sage ich mal, Leute. Ja, wir müssen dir halt, was ich mir überlegt habe, Tech-Boots wären halt der Weg, ne? Damit rutschst du nicht. Nee. Alter, wie spät wurde die erst abgefangen? Hast du das gesehen? Ja. Was tun wir hier wieder, dass die Leute dann da so 2 Minuten lachen können? Cool, die haben die ja geradet. Sitzen wir hier wieder 6 Stunden. Und rifeln auf irgendeine Wichse, ey. Ja, vor allem man denkt so, ja, einfach kurz da rein rifeln. Und in die Kommentare schreiben sie dann noch, will er noch einfach ein Bier und rennt da rein? Was man halt nicht weiß, ist, dass man immer 50 Mal ansetzen muss und wieder den Zeppelin nicht findet und den Winkel wieder braucht und dann fällt man doch wieder rein. Und dann an der letzten Wichsecke erwischt du vielleicht mal was, wenn du Glück hast. Ja, damit die uns in die Kommentare wieder schreiben können, Mann Simi, Mann Schmu, ihr hättet das echt so und so machen können, das wäre so ein easy Raid. Das Problem ist, die Tech Rifle und das Element reißen nicht. Ja, soll ich dir, wenn du willst, kann ich dir immer durchgehen, wann deine Rifle overheatet. Du musst dir auch immer ganz refillen lassen, ne? Mach maximal effizient. Und schießen.
Ich gebe dir die Kommandos durch, kein Problem. Wie du mit deinem Fernglas da ranguckst. Ja, damit ich den Damage sehe. Du Rifle Master, ey, du machst das, ne? Ich lehne mich zurück und genieße den Raid. Im Grunde raid ich nicht, im Grunde bin ich Spectator in diesem Raid. Ich weiß ja nicht, ob die Leute das überhaupt checken, aber ich kann nicht absteigen, wenn ich mit meinem Spieler im Mesh bin in der Wand. 0000000. Jetzt Maul. Wie findest du mein Mental Support? Überhaupt nicht gut. Sitzt da sein scheiß Zepper. Ja, ich kann halt nicht weg. Nix. Ich sag dir wenigstens den Damage. 0000. Weil du nicht so gut bist im Rifle. Was ist mein Leben, Alter? Das ist so krank. Ich fasse es gerade nicht. Ich habe gerade so eine Realization-Phase, wo ich so denke, what the fuck ist mit mir los? Ich sollte einfach normal arbeiten gehen, ey. Stattdessen mache ich so eine Kacke. Besser als ich, Jungs. Ich mache das in meiner Freizeit. Oh. Das ist wenigstens jetzt satisfying, ne? There goes the dog in the pan crazy. Ich will dich in Position sehen. Du machst mir zu viel Downtime. Halt zu fressen, Junge. Rein. Rein. Du bist auch blöd, ne? Aber ist okay. 0000. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich weiß doch auch nicht, was ich sonst machen soll. Ich sitze seit 4,5 Stunden hier rum und guck zu. Damage-Zahlen, die da... Guck mal, wir machen 3 Damage, Alter. Weißt du, wie lange das dauert? Einer hat 15.000. Wollen wir Plätze tauschen? Nee, das hat letztes Mal nicht gut geklappt. Damit hat alles angefangen. Richtig, wir machen keine Actions mehr. Keine Kapriolen, keine Stunts, keine Experimente. Du schießt da weiter, bis du nicht mehr kannst. Wirklich. Hör auf, mich zum Narren zu bringen. Ich muss mich konzentrieren. Ich kann die Hand nicht bewegen. Mann, Schmu. Lass es. Stopp. Ich kann nicht mehr. Weißt du, wie anstrengend das ist, meine Hand nicht zu bewegen? Ja, ich weißt kann du, nicht. Wie anstrengend das für mich ist? Ich arbeite hier. Ich weiß schon vor Langeweile nicht mehr, was ich machen soll hier, ey. Und weißt du, das dann... Hör auf mich zum Lachen zu bringen. Man weiß, wie anstrengend das ist, meine Maus zu bewegen. Wir sitzen hier 6 Stunden, damit die Leute einen 3-Minuten-Clip haben, weißt du? Ja. Ich brech ab, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Bitte hör auf, weißt du, wie anstrengend das ist? Mein ganzer Körper bebt, wenn ich lache und ich muss meine Hand ruhig halten. Ich kann nicht, bitte lass es. Bitte stopp. Aber mir ist so langweilig. Bitte stopp. Dann klebe ich mir jetzt Flaschendeckel an die Stirn. Die halten sogar, guck mal, weil ich so schwitze, weil ich so reinschwitze hier. Die halten am Schweiß, ne? Das ist kein Witz. Du hast eine Riesenstirn auch, ne? Soll ich dir mal zeigen? Ja, zeig mal in die Kamera, die Riesenstirn. Okay, ich zeig sie. Ich finde, die geht. Mann, wirklich, das macht mich ein bisschen sauer, dass das so langweilig ist. Alles nur, weil die so einen Scheiß-Spot sich ausgesucht haben. Ich stehe auf der Schrägen, wo man so runterrutscht. Ja, aber du hast Tech-Boots. Ja, die hätte ich auch vorher und bin einmal runtergerutscht. Das hast du mir verheimlicht, dass du Sportschuhe hattest und ich nicht. Nee, hatte ich nicht. Erstens hatte ich sie nicht. Ohne Sportschuhe. Ich würde dir jetzt Folgendes anbieten. Du machst weiter und ich gehe was essen. Das sind sowieso nur noch 3-4 Minuten. Der ist einfach gegangen. Mann, ist das ein Scheiß-Raid. Jetzt müssen wir PvE zocken. Für so eine Kacke, ey, wirklich. Ich krieg da... Ich werde zum... Ich wollte auch gerade mal. Dann nehme ich die Boss-Sachen schon mal mit rüber auf Island. Uns ging das Element aus, denn das brauchen wir für mehr Tech-Rifle. Also haben wir schnell einen Boss-Fight gemacht. Da und die Maus. Also nehme ich jetzt... Eine Tech-Rifle und rein da und schieß einfach. Ja, aber ich nehme 2 Tech-Rifles in Reihe mit, ne? Ich werd so wahnsinnig, ey. Oh, du hast 2 Tech-Rifles. Ja! Willst du den Fun-Fact? Ja. Ey, warte, das ist ein Trick. Die Leute lernen hier Tricks. Der Raid ist total scheiß und langweilig, aber ihr lernt wenigstens einen Trick. Erzähl den Trick. Und zwar, die Tech-Rifle muss ja immer abkühlen, wenn ihr geschossen habt. Weil in ASA kühlt sie jetzt auch ab, wenn sie einfach nur im Inventar ist und nicht ausgerüstet ist. Vorher musste sie ausgerüstet sein, also du musst sie in der Hand behalten. Ja. Das heißt, wenn du jetzt 2 Tech-Rifles in der Hand hast, kannst du immer zwischen den Tech-Rifles switchen und die andere kühlt ab, während du weiterschießt. Das heißt, du kannst Power-Schießing machen, so wie ich das hier gerade tue. Weg. Eine ganze Line Heavies. Und die nächsten hinterher. Oh, ich werde angerufen, bin gleich wieder da. Aber weiter rifeln. Ey, wenn du nicht rifelst, ne? Logge ich mich aus. Also ich sag euch eins, macht sowas nicht. Das ist es nicht wert. Das machen wir, weil wir Hass auf die Jungs haben. Und weil es im Video witzig ist. Und damit die Fans denken, geil, sie haben sie noch erwischt. Aber wenn ihr nur ganz normale Leute seid und nicht Arc-YouTuber, macht sowas nicht. Scheiß einfach drauf. Geht einfach Fußball zocken. Lernt was für die Ausbildung oder geht arbeiten. Aber macht nicht sowas hier wirklich. Staun. Ja. Oh mein Gott, war das ein... Der war richtig big, Alter. Ist weg. Hey, ho.
Hey, Bär. Oh, Bär. Ich habe keine Ahnung, was ich da Damage mache, aber an irgendwas mache ich Damage. Ein Heavy Down, Simi. Oh, in die Fresse. Ich tank ihn, ich tank ihn. Voll. Ohne Komm Schild, weiter. Ohne Blocken. Bam. Ich gehe. Warte. Nee. Der Piep passt nicht. Ich bin drin. Er passt. Wie hast du das gemacht? Oh, ich bin weg. Bei mir geht's nicht, Schmu. Ich bin doch. Tot. Du musst runtergucken. In der Ecke weiß auch! Scheiße, ich hab versucht, mich zu verstecken. Durch! Fuck, das klappt aber. Fuck, das kann klappen. Nope, das hat nicht geklappt. Und deshalb haben wir um die 20 Kabus reingeworfen. Ganz nach rechts. Jawohl. Höher, höher, höher. An die Decke, ans Turret. Ja, der ist voll dran. Der ist auch voll dran. Das müsste down sein. Ist leer. Hüpfen wir rein, machen wir YOLO-Hüpfing. Ich bin schon drin. Ich komme, Schmu. Okay, ich flitze zum rechten Tesla, zum linken hier. Hoffentlich haben die keinen Internal, haben sie nicht. Tesla weg. Okay. Ich muss mir noch... Ich mach die Heavies hier. Nein, lass erst den Gen wegmachen, komm. Ja, ja, aber ich habe halt gerade C4, ich habe keine Rifle. Ja, hier ist der hinter. Dann hol du eine Rifle. Ich hab einen Technates. Hast du Rockets? Ja, 3. Kriegst aber keine Wand mit auf, ne? Ich habe aber C4. Ist der ja, hier drin? Auf. Ja, safe. Hört sich zumindest so ist an. Ist das eine Drehtür? Nee, keine. Die Dreckshurensöhne. Sorry. Ist raus. Ist offen. Ja, Tech Gen. Jo, wirf Nades. Hier liegt Fox. Kill ihn. Ja, ja, ich loote erstmal. Ist down. Pump seine Atro. Atro weg. Bitte, bitte, bitte. Oh. Alter, gibt dir das 91 PT-Sattel, bis deppert. Das ist ein Upgrade. Alter, 760 Kuchen. Boah, hier ist gut Boss-Stuff noch. 71 C4, 5.500 Black Pearls, bis deppert. Echt jetzt? Ja. Boah, hier, das wird dir auch gefallen, Gunpowder. Noch ein Tech-Rack-Sattel. Alter, Schmu, die sind richtig fett hier. Noch mehr Transmitter, also die Tech-Items-Golem sind auch geil. Ich take mal den Cryo-Fridge, da sind... Warte mal, Rock Drakes waren dabei. Einige. Aber guck mal, da war das hier echt deren Mainbase, ne? Ich frag mich, was bei denen mal passiert ist, weil die sind hier ja ziemlich panischmäßig eingezogen mit dem Teleporter und so, ne? Ich dezimiere hier alles, ne? Ja, ja, bitte. Und die heißt XXX. Alter, die haben... Wo haben die denn unsere Wyvern her? Als wir hier im Red Hole waren. Ja, ja, ja. Alter, die haben unsere Wyvern gebreedet. What the fuck? Das waren deren beste Wyvern. Checkst du das? Vor etwa 2 Wochen, als der Krieg mit den Jungs begann, haben wir 2 Wyvern an sie verloren. Die haben wir jetzt zurück. Junge, ich bin auch Slot-Capped. Mit Tames. Boah, hast du die Sättel gesehen? 130er Pietz und 50.000 Trike-Sättel. Warum? Ich guck kurz hier in das Gen-Ding. Gene-Options. Alter, haben die Gene. Alter, die haben gute Trike-Trades. What the fuck, ich nehme die alle mit, ne? Geil, dass man die Gene dann so klauen kann. Das ist sick wie Sau, Mann. Ist das geil, oder? Jetzt bin ich auch wieder happy, Schmu. Jetzt, wo wir endlich nach 3 Wochen die Nachbarn los sind. Wichser. Kannst du auch keinem erzählen, ne? Und so nahm der Server ein Ende. Ein paar Tage später war schon Wipe. Und es ist nicht mehr viel passiert. Unsere Base haben wir noch massiv ausgebaut. Was da hingegen noch passiert ist, seht ihr allerdings morgen auf dem Simi-Kanal. Und ja. Das war's. Ich fand, das war der coolste Azawipe, den ich je hatte. Die Nachbarschaftskriege waren insane. Am Ende konnten wir zumindest einen der Tribes noch wegraiden. Abonniert mich für mehr und haut rein.